Mein Freund, der Drache des Verderbens ist erwacht. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er Silmaria vernichtet. Bei Gott, seid bereit für eure dunkelste Schlacht. Ich dachte, ihr könnt ein bisschen Hilfe gebrauchen. Viel Glück. So, und hier können wir wieder speichern und damit ein herzliches Willkommen zu Quest for Glory Teil 5. Ja, das war schon etwas, ihr habt es gesehen gehabt. Man muss tatsächlich diesen Alkoven, wo die Tränke drin sind, machen. Den, wo wir vorher hatten, wo der Schmuck drin ist, der hat nicht gezählt irgendwie. Aber jetzt hat es irgendwie geklappt. Ich weiß nicht genau wie, warum. Vielleicht ist es tatsächlich dieser Alkoven, wo wir machen müssen. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder da, wo wir vorher gewesen sind. Und da haben wir jetzt diesen Drachen. Und ich habe keine Ahnung, was man jetzt hier machen muss. Ich speichere auf jeden Fall mal ab, dann können wir uns dieses eine Rätsel auf jeden Fall sparen. Nimm es einfach mal Finale. Der Drache wirkt, als hätte er für seine nächste Grillparty als Held am Spieß vorgesehen. Die Drachenzelle stürzte bei dem Erdboden um, das durch das Wachen des Drachen hervorgerufen wurde. Am Fuß der Säule steht die Insel. Solange die Säule nicht steht, ist der Drache unverletzlich. Eure Kraftwerte allein wird nicht reichen, die Drachensäule wieder in ihre ursprüngliche Position zu bringen. Kann man denen Befehle geben? Dann helfen mal die Dings. Was ist los? Warum steht der Drache denn nur da und tut nichts? Kann man... Oh, wow, wow. Kannst du vielleicht auch helfen bei dem Aufstellen der Säule? Und wieso hast du keine Axt? Wir können dir vielleicht noch eine Axt geben, oder? Es ist nicht wirklich in unserer Welt, solange die Drachensäule nicht auf der Erde hält. Können wir ihn nichts anhaben, wir müssen sie wieder aufrichten. Okay, Drachensäule aufrichten. Ich kann aber nichts machen irgendwie. Kann man dir eigentlich auch einen Heiltrank geben? Kommt der Drache wieder frei. Silmaria wird zerstört werden. Jetzt können wir es machen. Gut. So, das Dach der Höhle stürzt ein. Der Drache befreit sich aus seiner Höhle. Das ist das Ende von Silmaria. Okay. War ich einfach zu langsam wahrscheinlich gewesen? Gut, dass ihr nochmal gespeichert habt. Aber man muss auch erstmal wissen, was Sache ist. Also Drachensäule muss auf jeden Fall gemacht werden, denke ich mal. Also anscheinend ist die Zeit auch wirklich entscheidend. Dann Gott, aufstellende Säule. Aufstellen der Säule. Ja, und da ist gleich das Spiel noch abgestürzt. So, Drachensäule aufstellen. So, und dann haben wir noch die Minotauren-Axt. Keine Ahnung, wieso du keine Axt hast. Nimm mal die Axt. Sehr gut. Oh, wir sollten auch einen Heiltrank trinken, glaube ich. Soll mal. Wir haben die Drachensäule gemacht, aber die Zeit hat doch gar nicht gelangt gehabt, um das hinzukriegen. Also, Gott bitten, aufstellen, Säule. Säule. Eure Liebe gestehen. Drache ablenken.
Ich meine, es hieß ja auch irgendwas noch von Opfern oder sowas. Aber was soll man sonst noch machen? Nimm mal die Axt hier. Vielleicht muss ich auch jemand anders holen, um... Okay, jetzt scheint was... Der Drache ist frei. Okay, ich kann nicht speichern, Mist. Aber das scheint doch jetzt hier... normal zu sein. Also hier scheint es jetzt in eine zweite Phase zu gehen. Ihr habt keinen Zweifel, dass hier ein äußerst gefährlicher Ort. Blablabla. Kennen wir schon. Okay, das ist jetzt Finale. Stufe 2. Und wo sind wir? Da sind wir. Können wir. Ob ich treffe oder nicht. No. No, Toro. Ja, vielleicht kann man den Leuten auch Heiltränke noch geben oder so irgendwie. Wir sind auch gefallen. Wir sind auch gefallen. So, ja, da bin ich wieder. Ja, jetzt ist das Spiel schon wieder abgestürzt. Also dieser Endkampf ist doch äußerst... Let's destroy that monster. Nimm mal das hier mit. Gott, nimm auch noch mal Dings. Ja, dann nimm das Ding auch, mein Freund. Ach, Toro. Und wieder abgestürzt. Ich weiß nicht warum, aber der Kampf... Eine Fehlermeldung nach der anderen. Okay, ich hoffe, dieses Spiel stürzt jetzt nicht wieder ab, sondern dass wir es jetzt einfach mal hinkriegen. Ich hau jetzt einfach mal so Zeug drauf, was es Zeug, was geht. Wieso? Ja, und jetzt gestorben. Super. Geladen und gestorben. Und, ah nee, doch nicht abgestürzt. Gut. Was ist denn das für ein Scheiß, sag ich euch. Wir machen vielleicht auch mal Schild der Ehre nochmal rein. Boah, ich weiß nicht, was das sein soll. Dann stirbst du auf einmal oder das Spiel stürzt ab. So, ich mache jetzt das mal auf 2. Ich sehe mich ja noch nicht mal hier richtig. Machen wir überhaupt Schaden? Ich glaube schon.
glaube schon. Ich glaube, wir machen Schaden. Ich glaube, wir machen Schaden. Das Dach der Höhle stürzt ein. Der Trab befreit sich aus der Höhle. Och nee. Und jetzt haben wir es nicht geschafft, weil wir zu langsam waren. Dabei ist er noch. Dabei fehlt nicht mehr so viel. Es fehlt nicht mehr viel, es fehlt nicht mehr viel. Guck mal an. Oh Mann, das ist doch zum Kotzen, oder? Nee, das geht einfach nicht. Okay, dann muss ich nochmal das hier nochmal laden. Das ist ein Scheiß. So, nochmal das hier trinken. Das hier runtersetzen. Schaden machen, so viel es geht. Ich hoffe, dass ich treffe. Hoppla. Aufs Ding nicht achten und sterben. Hä? Achso. Vielleicht auch die richtige Taste drücken, das wäre vielleicht nicht verkehrt, oder? Und tot. Also nicht geschafft, weil wir zu wenig Schaden gemacht haben. Ich weiß nicht, was das sein soll. Und abgestürzt. Das ist eine andere Sequenz. Ich glaube, wir haben es. Der Drache wird nun für immer ruhen. Silmaria ist dieses Grauen ein für alle Mal los. Wir werden uns um die Tauten trauern und uns über jedes Leben freuen, das wir gerettet haben. Geliebter, nun können wir unser gemeinsames Leben genießen. Auf nach Silmaria, uns erwartet allem immerhin eine Krönungsfeier. Die Herrschaftsritten sind vorbei. Hier sind die Helden, die Silmaria gerettet haben. Sie haben unser Fischerdörfer befreit und die Invasoren von Mahret vertrieben. Sie haben den General der Söldner geschlagen und dafür gesorgt, dass sie nie mehr wiederkommen. Sie sind in den Hades gestiegen, haben Mut und Tugend gezeigt. Sie haben Frieden mit Atlantis gebracht und das Meer sicher gemacht. Sie haben die Ungerechten zur Rechenschaft gezogen und die Mörder bestraft. Sie haben den Drachen des Verderbens vernichtet und Silmarias Zerstörung verhindert. Diese Helden haben das schreckliche Schicksal abgewendet.
Dies sind die Helden von Silmaria. Einer hat sich mehr als alle anderen bewährt. Immer wieder zeigt er sich als echter Held. In vier Ländern hat er sich schon den Heldentitel verdient und nun auch in unseren. Niemals besteht ein so würdiger Mann den Thron von Silmaria. Prinz von Chapea, werdet ihr die Krone annehmen? Wollt ihr der nächste König von Silmaria werden? Ihr stimmt zu, König von Silmaria zu werden. Achso, sich weigern. Nee, ich denke, wir stimmen zu. Seht den neuen König von Silmaria. Verzeiht, doch ich habe euch allen etwas zu verkünden. Der nächste König von Silmaria hat um meine Hand angehalten. Wir werden bald nach der Krönung heiraten. Dann wird unser König eine Königin an seiner Seite haben, die so würdig ist wie er selbst. Glückwunsch! Lang lebe der König! So, Erfahrungspunkte 46.240, Puzzlepunkte 980, Gesamtpunktsaal 47.194, Öffne des Tores zur Hades, der Ring der Wahrheit informieren, Arrestes festgenommen, auf Hydra gelangen, Ausdauerpillen, Ballonbild, Bankraub untersuchen, Besitzurkunde für die Gnomentaverne, das Dorf Naxos befreien, Drachen besiegen, Drachensäule wiederherstellen, Erana befreien, Erana heiraten, Erasmus das Beweisstück bringen, Federn, Federn an Rahmen befestigen, Festung der Eindringlinge suchen, die Flugmaschine herstellen, Forscherinsel besuchen, Friedensritus im Friedensmodus gewinnen, geflügelte Gondel gegen Giftpille General besiegen, Gurt während des Drachenkampfes geheilt, und jetzt springst du nicht weiter runter, ah doch jetzt, Heilpillen, Helikon Water besorgen, Hydra schuppen, Hydra Zähne, Ikarus Flügel herstellen, im Drachenfeuer geschmiedet, in Delos ankommen, in den Palast von Minos gelangen, Yolana von Arrestes erzählen, Kater, die Labor auf der Wissenschaftsinsel besichtigen, Laken besorgen, Logbuch unterzeichnen, Mörder besiegen, mit Drogen versetzte Schokolade geben, mit den Dryaden tanzen, mystische Magneten kaufen und verwenden, die Pfanne, Rakesh heilen, Ring in das Blut des Paladins tauchen, Ring in den Fluss Styx tauchen, Ring von Logos besorgen, Salami, Salami, Pfeffer, die zwei Pizzas geben, Salim Lethwasser geben, die Lotusblute geben, die Artischockenpizza geben, verlorenen Korb zurückbringen, Schild des Generals besorgen, Lotus, schwarze Lotusblume besorgen, Schwimmlehrbuch besorgen und so weiter. Ah, jetzt wird's mir gerade ein bisschen arm. Siegel besorgen, Siegel des Schicksals, Siegel von Naxos, Statue Poseidons, Thron annehmen oder ablehnen. Toro überlebt den Kampf mit den Drachen. Toro wird während des Drachenkampfs geheilt. Wachs, Wachs auf Flügel, Les, bla 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 bla. Und so weiter und so fort. Okay. Ich drück mal auf Fertig, mal sehen, ob noch was kommt. Ja, speichern bitte. Und kommt noch was? Ja, die Credits kommen noch. Ja, das war also Quest for Glory Teil 5. Ich muss sagen, es ist doch ein schöner Abschluss gewesen. Ist ja die letzte Folge. Auch wenn es anscheinend so ausgesehen hat, wenn es nicht die letzte Folge. Also sie haben es vorbereitet, wie wenn es noch einen Teil 6 geben könnte mit dem Abspeichern vom Charakter. Gab es aber nicht. Ansonsten finde ich es eine schöne Sache, dass jetzt unser Held quasi sein Heldendasein beiseite legt und jetzt König wird. Und das finde ich eigentlich einen schönen Abschluss. Wir sind jetzt König, unser Heldendasein ist vorum und ich denke, wir werden auch ein guter König werden. Wir haben Erana aus dem Hades befreit, das finde ich auch richtig klasse. Das hat mir schon richtig wehgetan im Teil 4, als er dann doch gestorben ist. Da hat man schon gedacht, da könnte sich was anbahnen, aber dann ist er doch richtig gestorben und es war schon irgendwie ziemlich schade gewesen. Und das finde ich jetzt auch einen schönen Abschluss und auch einen schönen Abschluss für unseren Helden. Das Spiel selber, ich habe mir ja echt Gedanken gemacht, weil sie auch neue Technik hatte und so weiter und so fort, ob das was werden wird oder ob das ein bisschen wird. Aber ich finde, sie haben es ganz gut hingekriegt gehabt. Sie haben es doch wirklich ganz gut hingekriegt, auch von so Sachen wie, dass du Arrestes den Bankraub und so weiter, dass du den besiegen kannst
einsperren kannst, aber dass es dann doch so einen schönen, versöhnlichen Schluss mit ihm gegeben hat, dass seine Hand geheilt wird und er geht diesen Deal ein und will dann auch Gutes tun und so weiter. Das fand ich richtig, richtig klasse. Auch vom Spielen her war es ein bisschen, von den Kämpfen fand ich es ein bisschen besser als Teil 4 oder die anderen Teile, wo dann so ein extra Bildschirm bekommt und dann heißt das dann, ja. Und das war's dann halt. Das fand ich eigentlich auch ganz gut. Was mir nicht gefallen hat, war der Schluss. Also, beziehungsweise nicht ganz der Schluss. Dieses, du musst jetzt diese Falle entschärfen. Du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6 Alkoven und bei jedem gehst du hin, musst ein Minispiel spielen, das extrem heftig ist. Die Symbole waren ziemlich gleich und es ging alles sehr, sehr schnell auf. Und das noch unter Zeitdruck. Also, ich bin froh, dass ich hier mein Smartphone dabei hatte zum Fotografieren. Damit ging es, war ein bisschen zeitkritisch, aber damit ging es dann noch einigermaßen. Mein Gedächtnis ist jetzt nicht so gut, dass ich mir diese, wie viel waren es? 8 Symbole merken konnte. Das ging einfach viel zu schnell und die Symbole waren viel zu ähnlich. Hätte man noch den Zauber gehabt, mit Schlösser knacken, wäre das einfacher gewesen, aber den hatte ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es den nur der Zauberer hat oder ob man als Paladin den überhaupt bekommt. Ich meine, wir hatten da noch Glück, dass wir noch Magier waren. Das heißt, vielleicht hätten wir den noch bekommen können und benutzen können, aber wir hatten ihn nicht. Und später wäre es eh, beziehungsweise ich habe keine Ahnung, wann den herbekommen hätte noch. Also, das fand ich extrem schlecht. Und der Kampf mit dem Drachen. Ich fand's cool, dass du dann den Leuten sagen konntest, lenkt ihn ab und ihr helft, den Drachenstatue aufzustellen. Das fand ich ziemlich cool. Aber dass es dann so ein Zeitlimit noch hat, du musst es in diesem Zeitlimit den schaffen. Und dann fliegt er vielleicht noch rum und du kommst gar nicht ran. Und musst noch den Leuten vielleicht noch Heiltränke geben, damit die überleben können. Und noch Schaden machen. Und das alles in dieser kurzen Zeitspanne, und die war ja wirklich kurz, habt ihr ja gesehen gehabt. Ich hätte eigentlich fast schon nicht mehr gedacht, dass wir das schaffen. Ich habe eigentlich gedacht gehabt, das war's. Das Spiel kriegen wir nicht zu Ende. Also, und dann natürlich auch noch die ganzen Abstürze. Gerade jetzt beim Endkampf hat der ja gesehen, ein Absturz nach dem anderen. Und das auch noch dazu in dieser kurzen Zeitspanne und dann muss das Spiel nochmal neu laden. Ich bin nur froh, dass man es wenigstens speichern konnte. Ansonsten Absturz und das ganze Ding nochmal komplett von vorne. Boah, ich glaube, ich hätte das Spiel abgebrochen, beziehungsweise nicht fertig gebracht. Nee, also das war. Das sind tatsächlich meine einzigen Kritikpunkte, die ich hatte. Dass du diese Falle da so entschärfen musst und dass es so heftig war. Und dieser Endkampf mit dem Drachen. Das sind die einzigen Kritikpunkte, die ich habe. Das war. Da hätte ich am liebsten das Spiel gleich deinstalliert. Aber was das ist, den fand ich großartig. So, dann wollen wir mal das Let's Play beenden. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Vielen, vielen Dank für die Kommentare. Und auch vielen Dank, falls ihr das Spiel gesehen habt und dann auf den Abo-Button geklickt habt, falls ihr es nicht vorher schon gehabt habt. Also für alle, die schon vorher den Abo hatten, vielen Dank für das Abo. Und für alle, die ja abonniert haben, auch vielen Dank dafür. Damit unterstützt ihr doch den Kanal ganz gut. Und natürlich auch für die Daumen hoch. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Dafür auch vielen Dank. So, dann macht's mal gut. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei diesem Let's Play gehabt. Und wir sehen uns hoffentlich dann in einem nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.